Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und es ist endlich soweit. Morgen wird der lang ersehnte zweite Community-Server starten. Nachdem der erste ja leider unglücklich abgebrochen werden musste, wird es nun eine verbesserte Version 2 geben und zwar in der Version 1.16.4. Start ist morgen am Freitag, den 20.11. um 19 Uhr bei mir im Livestream geht's los. Server-IP und so weiter bekommt ihr dann auch morgen, beziehungsweise steht sie ab morgen Abend dann unten in der Videobeschreibung. Und ja, das hier ist der Spawn vom Community-Server. Um diesen Spawn herum wird sich alles drehen. Ich fände es auf jeden Fall richtig cool, wenn wir wieder hier so außenrum um den Spawn eine richtig geile Stadt errichten könnten. Mit mehreren Grundstücken und so weiter. Vielleicht sogar auch dieses Mal Straßenverbindung und so weiter. Fände ich persönlich übelst geil. Und ja, ihr konntet ja auf meinem Discord-Server abstimmen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Was es für eine Map werden soll. Und Zerklüftet hat mit 2 Stimmen Vorsprung gewonnen. Und deshalb habe ich mir eine zerklüftete Welt ausgesucht. Und ich muss sagen, ich finde sie auch viel geiler, auch wenn es ein bisschen mehr Serverleistung zieht. Ich habe aber allerdings als Kompromiss jetzt nach einem Spawn gesucht, der nicht nur geil aussieht und zerklüftet ist, sondern hier gibt es gleich am Spawn auch hier noch so eine riesige ebene Fläche. Und auch hier im Sumpf ist jetzt nicht so bergig, genauso wie auch auf der anderen Seite vom Spawn. Aber wir haben auch geile Berge nebendran. Und hier gibt es auf jeden Fall auch richtig geile Bauspots. Morgen beim Start wird es dann erstmal eine Border von 1000 oder 1500 Blöcken geben. Das kann ich euch noch nicht genau sagen, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Allerdings werde ich die Border jeden Tag um 1000 Blöcke erhöhen. Und wenn der Server gut läuft, also performant ist und keine Lags gibt groß, werde ich auch die Border vielleicht komplett wegmachen. Großteil der Map habe ich ja schon vorgeladen. Also die Chunks sind schon generiert, was schon mal dafür sorgt, dass es eigentlich nicht lecken sollte. Ich will aber mal auf Nummer sicher gehen, vor allem dann beim Start, wenn extrem viele auf dem Server unterwegs sind. Und ja Leute, weil das Claim-Plugin das letzte Mal ja ein bisschen umständlich war, das fand ich selber persönlich auch, muss ich sagen, ich fand es nicht so geil, haben wir dieses Mal nach einer einfacheren Lösung gesucht. Und zwar habe ich dafür jetzt den Shader gerade mal rausgemacht, weil man damit die Chunks besser sieht. Und zwar, wenn ihr die Taste F3 und G drückt, werden euch die Chunk-Grenzen angezeigt. Ein Chunk ist immer 16x16 Blöcke, also eine sehr große Fläche sogar. Und wenn ihr dann auf einem Chunk steht und macht slash Chunk Claim, dann claimt ihr den Chunk, auf dem ihr steht. Es wird kurz mit so Barrierenblöcke dann der Umriss angezeigt. Und das ist dann euer Grundstück. Ihr könnt das Grundstück auch einfach wieder unclaimen, indem ihr slash Chunk unclaim eingibt. Dann ist der Chunk auch wieder frei und jemand anderes kann ihn claimen. Ihr könnt euch am Anfang 6 Chunks claimen, also ich habe es erstmal auf 6 reduziert, dass nicht einer gleich herkommt, weil vor allem am Anfang man bestimmt auch ein paar Troller und so auf den Server kommen. Ich habe es erstmal auf 6 Chunks reduziert, was ich schon finde, ist eine ziemlich große Fläche, als wenn man sich das mal anguckt, das ist hier drin dieser ganze Bereich. Ich finde, es ist in Ordnung, ich werde aber nach und nach, wenn ihr dann eure Grundstücke schon alle so ein bisschen ausgebaut habt, werde ich hergehen und werde das nach und nach erhöhen, dann. Und für alle Spieler, die zusammenspielen wollen, gibt es auch noch den Befehl slash Chunk Access und dann den Playernamen. Damit könnt ihr dann andere Spieler auf eurem Chunk whitelisten. Die haben dann sämtliche Berechtigungen außer Claim und Unclaim. Das können sie nicht machen. Alle Befehle für das Plugin findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Da es auf jedem Server auch leider Regeln geben muss, damit das Zusammenspielen auch etwas angenehmer wird, gibt es hier am Spawn, hier unten in dieser Höhle, hier diese Schilderwand. Auf dieser Wand findet ihr alle Regeln für den Server. Die wichtigsten Regeln sind auf jeden Fall, dass Cheats verboten sind. Das kann sich bestimmt auch jeder denken, warum, weil es einfach so Sachen wie X-Ray und irgendwelche Fly-Cheats und so weiter, was weiß ich, machen den Spielspaß kaputt. Wir werden das auch sofort bannen, wenn wir sowas mitbekommen. Wenn ihr sowas mitbekommt, könnt ihr es gerne auf meinem Discord in Support schreiben, dann gehen wir der Sache nach. Allgemein, wenn ihr irgendwelche Probleme oder so habt, könnt ihr euch gerne an den Support auf meinem Discord-Server wenden. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann ist es natürlich auch noch verboten, dass ihr einfach hergeht und die ganze Zeit, wie bei Varo, einfach hergeht und irgendwelche Spieler einfach die ganze Zeit nur tötet, um sie abzufucken. Und was auch noch ganz wichtig ist, um zu garantieren, dass der Server lagfrei läuft, ist es wichtig, dass nicht jeder irgendwie so riesen Farmen baut, die, wenn sie im Einsatz sind, den Server extrem zu laggen bringen, sowas wie Teppichduplikator oder sowas, was weiß ich, was auch die ganze Zeit 24/7 durchläuft. Baut es bitte nicht, wir werden diese Farben abreißen, wenn wir welche finden sollten, weil es zieht nur Serverkapazität und es zerstört einfach den Spielspaß, wenn du die ganze Zeit mit 5 FPS durch die Welt laufen musst und die Welt auch nicht mehr lädt und alles. Es macht einfach den Spielspaß kaputt, genauso wie Villager-Farm. Villager an sich ist eigentlich nichts Schlechtes, aber ein Villager zieht 10-mal so viel Leistung wie ein Zombie.
Weshalb, wenn jeder eine große Villager-Farm bauen würde, würde es für Lex sorgen. Weshalb, wenn jeder so 3-4 Villager hat, von mir aus aber jetzt nicht so riesige Farmen mit 40-50 Villagern. Aber wenn es jeder hat, wird der Server irgendwann lecken und ich kann auch nicht unendlich Serverleistung in den Server stecken, weil es auch einen Haufen Geld kostet. Allerdings haben wir als Alternative für die Villager-Farm, habe ich hier am Spawn noch was Schönes eingerichtet. Und zwar gibt es hier 3 Villager. Da auch später irgendwann mal Diamanten knapp werden und so und ich nicht unbedingt Bock habe, eine Farmwelt extra aufzumachen. Und es auch, als ich im Stream gefragt habe, bei euch nicht so geil ankam, eine Farmwelt. Ich persönlich bin auch kein Fan davon, muss ich ehrlich sagen. Habe ich mir das hier jetzt überlegt. Sachen zu bekommen, die ihr nur bei Villager bekommt, gibt es eben diese 3 Villager hier am Spawn. Und zwar gibt es einmal den Bibliothekar Klaus. Bei ihm bekommt ihr sämtliche verzauberten Bücher und so weiter, was ihr halt bei einem Villager, der Bücher verkauft und so bekommen könnt. Ich habe jetzt erstmal für den Anfang, das wird vielleicht nochmal geändert, die Preise. Es gibt zum Beispiel ein verzaubertes Buch mit Mending für 10 Diamanten und ein Buch, was ich in Ordnung finde. Man kann sich da nicht zu viel holen am Anfang, aber es ist auf jeden Fall auch machbar. Genauso wie für 7 Diamanten und ein Buch dann Buch mit Silk Touch. Das Ganze wird vielleicht noch angepasst und so, also müssen wir mal gucken, vielleicht gibt es auch mal Sonderangebote und so weiter. Aber so wird das Ganze auf jeden Fall laufen. Dann gibt es hier drüben noch den Bauer Bernhard. Bei ihm wird es später dann so sein, damit ihr hergehen könnt und könnt zum Beispiel, wenn Diamanten auch knapp werden, hergehen und zum Beispiel 2 Stacks Birkenholz für 2 Diamanten verkaufen oder sowas. Irgendwie sowas in die Richtung. Das Ganze weiß ich noch nicht genau, wie die Preise sein werden, aber so ungefähr wird das Ganze dann ablaufen. Und dann gibt es hier noch den Special Kevin. Und bei Special Kevin wird es Sonderangebote geben. Es wird Sachen wie Beacons, Elytras, lauter solche Sachen, die wirklich selten sind, auch wird es dort mal geben, mal teurer, mal billiger. Es wird Sonderangebote geben und sowas, vor allem wenn nächste Woche dann Black Friday ist, werdet ihr da immer mal was bekommen. Die Shops werden jeden Tag aktualisiert, also es wird jeden Tag auch was anderes geben. Und ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu den Shops hier am Spawn in die Kommentare schreiben, weil im Endeffekt hätte eh jeder wahrscheinlich eine Villager-Farm gebaut oder einer hätte die gebaut und jeder hätte bei denen dann eingekauft. Also finde ich, kommt es ziemlich aufs Gleiche raus. Ich werde jetzt nicht am Anfang gleich alles machen. Jetzt am Anfang werden die Preise natürlich teurer sein. Später dann, wenn jeder schon alles hat, wenn jeder Mending hat, brauche ich Mending nicht mehr für 10 Dias verkaufen. Dann, wie die meisten auch bestimmt schon im Trailer gesehen haben, wird es dieses Mal noch 5 Events geben, was es beim letzten Mal ja nicht gab. Und zwar werden es 5 so Art Dungeons, nenne ich jetzt mal, sein. Ich werde euch jetzt dazu nicht spoilern, ich werde euch nicht genau sagen, was. Und zwar wird einer diesen Sonntag, nämlich der erste, dann am Dienstag, am Donnerstag, Freitag und am Sonntag werden die Events stattfinden. Und es sind richtig geile, die ersten 3 sind mehr so Standard Minecraft Dungeons, die ein bisschen von mir angepasst wurden. Es gibt verbesserten Loot und sowas. Und die letzten 2 sind dann extra von mir und Steven gebaute Dungeons. Dann habe ich mit Steven den ganzen Dungeon gebaut. Beziehungsweise so eine kleine Arena. Ja, das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Nächste Woche Freitag. Und Sonntag wird es dann das große Final Event geben. Eventuell wird es dann noch ein paar kleinere Events geben. Vielleicht machen wir auch dann sowas, wer das geilste Grundstück hat und sowas. Müssen wir mal schauen. Aber das ist jetzt auf jeden Fall der Plan für die nächste Woche. Und ja, Leute, dann hoffe ich auf jeden Fall, euch hat das heutige Video wieder gefallen. Hier oben findet ihr jetzt die Playlist zum Community Server. Wenn euch der Server gefällt, wird es mega freuen, wenn ihr drauf zockt und ein Like und einen Kommentar da lasst. Würde mich auf jeden Fall mega freuen und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass der Serverstart morgen ein Riesenerfolg wird und dass es alles problemlos läuft und wir sehen uns dann morgen im Stream oder in meinem nächsten Video wieder. Ciao!